Ja, ich muss euch ehrlich sagen, in der letzten Zeit lese ich richtig gern wieder die Zeitung. Weil ich freue mich so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich so, wenn die Aktien so einbrechen. Ja, ich habe da eine klammheimliche Freude. Ich sehe dann vor meinem geistigen Auge, sehe ich dann Top-Manager, im verlotterte Top-Manager irgendwie an der armen Küche anstehen. Und das macht doch Freude, so eine Vorstellung. Es macht doch eine richtige Freude. Oder Ihre Wohnungen werden zugemauert. Übrigens bei Hartz-IV-Empfängern, das ist interessant, da wird die Wohnung, wenn die ein bisschen zu groß ist, wird die zugemauert. Der Rest wird zugemauert. Also noch wird der Hartz-IV-Empfänger nicht mit eingemauert, aber... Und der George Bernard Shaw, der hat ja schon vor langer Zeit, der hat den Medorn wirklich nicht gekannt. Gell? Und der hat damals schon gesagt, je mehr ich von den Führungskräften kennenlerne, desto besser verstehe ich den Sinn der Guillotine. Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein. Lassen dann mit ihren Schranzen auch mal fünfe gerade sein. Ihre spitzen Köpfe wackeln, schwer gerütet aufs Parkett. Und gewisse Damen dackeln hinterher und sind sehr nett. Manchmal nehmen sie ein Näschen, wenn der Kurs sie mal verkohlt. Mieten sich ein dralles Häschen, das ihnen den Arsch versohlt. Denn dann scheißt sich's wieder besser auf den dummen Rest der Welt. Ach, schon immer lief ins Messer, wer's nicht mit den Siegern hält. Ja, sie spielen Gott und wir kaufen wie die Lämmer fromm. Zwar bankrott, doch voller Gier, Aktien der Telekom. Manchmal springen sie aus Fenstern, wenn der Dow Jones wieder fällt. Dann gehören sie den Gespenstern der Betrogenen dieser Welt. Meinetwegen sollen sie springen, muss nicht nur ein Freitag sein. Wünsche glückliches Gelingen und mir fällt ein Grab. Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann in den Bilanzen auch mal fünfe gerade sein. Manchmal springen sie aus Fenstern, wenn der Dow Jones wieder fällt. Dann gehören sie den Gespenstern der Betrogenen dieser Welt. Papa, du siehst so traurig aus. Papa, was ist mit dir los? Kind, sei still und hilf mir beim Sammeln und frag mich, als wärst du schon groß. Guck mal, Papa, ich habe uns ein Schiff aus alten Kanistern gebaut. Damit segeln wir los durch Welle und Wind, bevor noch der Morgen graut. Ach Kind, wie soll denn dein Schiff hier nur schwimmen und viel zu klein ist es auch? Das Meer liegt am anderen Ende der Welt. Geh, hol mir den Reifenschlauch. Den will ich versuchen zu flicken und dann mit etwas Glück zu verkaufen. Dann hast du heute was zu essen, mein Kind, und ich hab was zu saufen. Mensch, Papa, siehst du die Wellen denn nicht an unserem Ufer sich brechen? Ein Segel aus Sacktuch hab ich gesetzt, in See wollen wir morgen früh stechen. Und die Distel, die Ratte, den Floh nehmen wir mit und den Hund und die Katze und den Wurm und den Reifen nehmen wir als Rettungsring beim Mann über Bord im Sturm. Still jetzt, ich will nichts mehr hören davon. Es gibt hier kein Schiff und kein Meer. Und kein Haus und kein Bett und kein Geld und kein Glück. Hör auf zu träumen, komm her. Und hilf mir jetzt leere Flaschen zu suchen, wir kriegen darauf etwas Pfand. Ja, das reicht dann vielleicht für eine heiße Suppe, vergiss dein Schlaraffenland.
die Flaschen, Papa. Die können wir brauchen. Ich hab da eine Idee. Wir nehmen sie mit und wir lassen sie schwimmen draußen auf hoher See. Und in jede tun wir einen Zettel hinein und ist sie lange geschwommen. Ja, dann findet sie einen und liest unsere Post. Hallo, wir sind's, wir kommen. Thank you.